Die rot-weiße Katze und der deutsche Schäferhund Mr. Fletcher haben das Unheil der Vollmondnacht tatsächlich als Werwolf identifiziert. Die Hunde und Katzen der Nachbarschaft haben sich verbündet, um den Werwolf zu vertreiben. Wie sollten die folgenden Katzen und Hunde je nach Stärken und Schwächen eingesetzt werden? Um die Schwächen des Werwolfs zu erkunden und ihn während der nächsten Vollmondnacht zu vertreiben, die schwarze Katze Pusche, aggressiv und wendig, aber schnell hungrig. Der weiße Kater Yuki, stark, aber schläfrig und träge, die rot-weiße Katze, aggressiv und wenig vertrauenswürdig, der deutsche Schäferhund Mr. Fletcher, mutig, aber kurzsichtig. Der graue Kater Earl Grey, sehr neugierig, aber auch schwach, die getigerte Katze Mausi, wendig, aber dumm, und der Mops Rüde Rüdiger, sehr sportlich, aber wenig kooperativ. Um den Werwolf zu besiegen, ist es wichtig, die Stärken und Schwächen jedes Tieres strategisch zu nutzen. Hier ein Vorschlag.